Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Herr Kollege Beck, wenn es einen zentralen Unterschied gibt, also es gibt ja viele zwischen Ihnen und uns und zwischen Ihnen und mir auch, Gott sei Dank, aber wenn es an der Stelle einen zentralen Unterschied gibt, dann muss ich Ihnen sagen, ist das Staatsbürgerschaftsrecht für die Union keine religiöse Frage. Und Sie haben es zu einer solchen gemacht und es damit völlig überhöht. Und man könnte antworten, gebt des Kaisers, was des Kaisers ist. Wir reden über eine ganz sachliche Frage, nämlich über die Frage, nach welchen Rechtsnormen ist man Teil eines Staatsvolkes? Und die CDU hat, und das freut mich an der Stelle, auf ihrem Parteitag über diese Frage gestritten und an einer Stelle etwas bestätigt, was unsere Grundhaltung vorher war und auch jetzt ist, nämlich, dass wir sagen, die doppelte Staatsbürgerschaft, die generelle doppelte Staatsbürgerschaft, halten wir nicht für richtig. Wir haben Regelungen für Bürger der Europäischen Union und wir haben in der Großen Koalition, wie ich finde, jetzt eine Regelung gefunden, die wir auch in dieser Koalition nicht infrage stellen, nämlich junge Menschen, die in Deutschland geboren werden, nicht vor die Entscheidung zu stellen, zwischen dem Land ihrer Väter und ihrem Vaterland wählen zu müssen. Diese Regelung halte ich in der Tat auch für klug. Trotzdem, und das ist ein zweiter wesentlicher Unterschied zwischen Ihnen und uns in der Debatte, sind wir der Überzeugung, dass man die Frage von Identität, Loyalität und auch Zusammengehörigkeitsgefühl nicht allein an einem Stück Papier festmachen kann. Und deswegen springt die Frage eben auch zu kurz zu sagen, man ist für oder gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft, weil wir in der Vergangenheit gelernt haben, dass die Option nicht dazu geführt hat, dass jeder, der sich für den deutschen Pass entschieden hat, sich auch als Bürger dieses Landes fühlt. Und ob die Regelung, die wir gefunden haben, die jetzt gilt, in Zukunft einen anderen Effekt haben wird, das müssen wir uns aber auch erst anschauen, ob dieser Wegfall der Option dazu führt, dass es eine stärkere Identifizierung bei denen, die dann zwei Staatsbürgerschaften haben, das, glaube ich, bleibt offen. Und dann, lieber Herr Beck, weil Sie immer dazwischen rufen, wenn Sie zuhören würden, würden Sie vielleicht selbst in Ihrem Alter noch was lernen. Ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört und das fiel sehr schwer, lieber Herr Beck, es fiel sehr schwer. Denn unser Parteitag hat, auch da ist ein großer dritter Unterschied zwischen Ihnen und uns, eine große Überschrift gehabt. Wir haben gesagt, unsere Werte, unsere Zukunft, darum geht's. Und Sie verteilen Papiere und verleugnen Werte. Und auf der Basis von Werten und nicht auf der Basis eines Stück Papiers entsteht Zusammengehörigkeitsgefühl und Identität. Und wenn Sie sagen, dass wenn Menschen, die ihr Leben kein Deutsch können, wir halt ihre Sprache lernen müssen, dann ist das das falsche Signal. Und wenn aus Ihren Reihen Menschen kommen und sagen, ach, wir könnten jemanden beschweren, wir nennen den Martinsumzug nicht mehr Martinsumzug, sondern Sonne, Mond und Sterneumzug, dann ist das das falsche Signal. Und wenn man Weihnachtsmärkte in Lichtermärkte oder Lichterfeste umbenennt, dann ist das ebenfalls das falsche Signal. Und wissen Sie, was ich daran noch bemerkenswerter finde? Diese Vorschläge kommen nie von Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, sondern immer nur aus dem linken politischen Spektrum, weil sie in Wahrheit mit der eigenen Geschichte und den Traditionen dieses Landes nicht viel am Hut haben. Man kann also die linke Politik dieses Hauses mit einem kurzen Satz zusammenfassen: Fahne doof, Hymne doof, Sprache doof. Das ist Ihr Bild von Deutschland. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass auf dieser Basis wir Menschen dafür begeistern, sich stolz Bürger dieses Landes zu nennen. Egal, wo die Eltern herkommen. Denn das ist der entscheidende Punkt. Es braucht ein Bekenntnis zu diesem Land, zu seinen Werten und Überzeugungen, zu seiner Geschichte, auch zu diesen drei Farben Schwarz, Rot, Gold. Und deswegen reicht es nicht, nur die Frage zu stellen, hat jemand zwei Pässe oder nicht. Man muss die Frage stellen, was fühlt er? Und also ich war nie kaisertreu im Gegensatz zu Ihnen. Sie weiß nicht, Sie haben die rote, Entschuldigung, Sie tragen die rote Fahne, nicht ich. Ich trage nur Schwarz-Rot-Gold, ich habe keine andere. Und
Deswegen brauchen wir an der Stelle von Ihnen auch keine Nachhilfe. Wir haben ein Integrationspflichtgesetz auf den Weg gebracht. Wir laden Menschen ein, dieses Land zu ihrem eigenen zu machen. Das ist die entscheidende Frage, die man beantworten muss. Und lieber Herr Beck, Sie haben mit einer wunderschönen Stelle aus der Heiligen Schrift begonnen. Und deswegen rufe ich Ihnen am Ende zu, bleiben Sie fröhlich, schöne Weihnachten. Die Kollegin Sevim Dadelin hat für die Fraktion Die Linke das Wort.